Meine Rundreise um die Alpen geht weiter. Gestartet war ich in Seeonsee-Brugg am wunderschönen Chiemsee in Oberbayern. Zuerst ging es zu den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau in der Nähe von Füssen, bevor ich dann weitergefahren bin nach Lindau am Bodensee bzw. Konstanz am Bodensee. Am nächsten Tag besuchte ich den Rheinfall in der Schweiz und über die Stadt Thun sollte es weitergehen nach Frankreich. Die Videos dazu seht ihr übrigens ebenfalls auf meinem Kanal. In Frankreich hatte ich mir den Mont Blanc ausgesucht, beziehungsweise genauer gesagt die Stadt Chamonix, die am Fuße des Mont Blanc liegt. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Film. Ich habe es damals in meiner Schulzeit gelernt, dass der Mont Blanc der höchste Berg Europas ist. Zum heutigen Stand ist er auf jeden Fall der höchste Berg in der Europäischen Union bzw. der höchste Berg der Alpen. Er hat eine Höhe von 4.808 Metern. Ja, und mir war klar, dass wenn ich eine Alpenumrundung mache, dass ich auch definitiv einen Stopp am Mont Blanc anlegen muss. Ja, und ich hatte mich tierisch auf dieses Etappenziel gefreut, denn die anderen Ziele, egal ob es jetzt Neuschwanstein, Hohenschwangau war oder auch Lindau bzw. Konstanz oder auch der Rheinfall, das waren alles Ziele, die ich in der Vergangenheit schon einmal bereist hatte. Ich kannte diese Ziele also und wusste, was mich da erwartet, aber der Mont Blanc war halt nochmal ein ganz neues Kaliber für mich. Und bisher war es so, meine Frau und ich, wir gehen sehr gerne auf die Berge und haben auch schon viele riesige Berge gesehen, vor allen Dingen in Österreich viele 3000er. Und der Mont Blanc mit fast 5000 Metern Höhe ist da halt wirklich nochmal eine ganz andere Klasse. Und deswegen war ich natürlich entsprechend aufgeregt. Und ich traf abends in der Stadt ein. Da war es leider schon zu dunkel zum Filmen. Ich bin halt einfach mal so durch Chamonix spaziert. Und was mir da halt aufgefallen war, ist, dass diese Stadt wirklich komplett auf den Sport des Bergsteigens zugeschnitten ist. Also man sieht unheimlich viele bekannte Marken, beziehungsweise viele Geschäfte, die halt die bekannten Marken vertreiben. Und ja, wie man es auf den Bildern schon sehen kann, es ist eine sehr romantische kleine Stadt, die wirklich im französischen Baustil angelegt ist. Und ich war wirklich komplett begeistert. Und am nächsten Morgen wurde ich bereits so gegen 5, halb 6 wach, also noch weit vor dem Sonnenaufgang, bin dann noch einmal durch die Stadt spaziert, habe mir alles angeschaut und war wirklich mit dem Gedanken am Spielen, mit dieser Seilbahn hoch auf den Mont Blanc zu fahren. Das hätte mich ungefähr, ich glaube, 78 € gekostet. Und ja, das Geld wäre jetzt nicht das Problem gewesen, denn ich wollte einfach mal diese Aussicht von da oben genießen. Aber ich weiß nicht, ob man das auf dem Film gut sehen kann. Das Problem war ganz einfach, dass es sehr bewölkt war und die Spitze des Mont Blanc lag tatsächlich in den Wolken versteckt. Ja, und dafür war mir dann die Auffahrt zum Mont Blanc ja etwas zu schade. Ich hätte dann das Geld ausgegeben, um oben in den Wolken zu stehen. Die Erfahrung hatte ich ja schon bei der Zugspitze gemacht oder auch mal beim Kitzsteinhorn. Und deswegen habe ich es an der Stelle sein gelassen. Aber ich habe abends noch mit meiner Frau telefoniert und wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir definitiv noch einmal nach Chamonix fahren werden und dann mal über einen längeren Zeitraum, denn mein jetziger Aufenthalt dort, der war gerade mal von abends so circa 18 Uhr, 19 Uhr bis am nächsten Morgen circa 11 Uhr. Also bei Tageslicht kann man so sagen, war ich vielleicht gerade mal 5 Stunden in dieser Stadt. Und das ist einfach viel zu wenig, weil wenn man alles entdecken möchte oder auch wenn man mal diese Auffahrt zum Mont Blanc machen möchte, dann braucht es einfach mehr Zeit. Wenn wir also noch einmal dahin fahren, dann werden wir mindestens 2 oder 3 Tage da bleiben. Das ist halt der Nachteil, wenn man so eine Rundreise plant, denn ich hatte zwar keine genaue Fristvorgabe, in welchem Zeitraum ich diese Alpen umrunden wollte, aber generell war halt der Zeitplan schon etwas enger getaktet, denn ich wusste ja, ich muss auf jeden Fall wieder mehrere 100 Kilometer fahren, bevor ich an meinem nächsten Ziel angekommen war.
Und deshalb konnte ich einfach nicht länger bleiben in Chamonix. Und hier war es tatsächlich so, dass ich es wirklich sehr bereut habe, nicht länger dort bleiben zu können. Denn Neuschwanstein und Füssen, wie gesagt, kannte ich ja aus der Vergangenheit schon, oder auch den Rheinfall in Schaffhausen. Am Bodensee war es schon so, dass ich da gerne mehr Zeit gehabt hätte, eben weil es dort auch sehr viele schöne Städte gibt, die man noch entdecken kann, wo es ebenfalls sehr viel Zeit braucht. Aber als ich aus Chamonix weggefahren bin, da musste ich mir schon so eine kleine Träne verdrücken, weil ich einfach so sehr gespannt war auf den Mont Blanc. Ich wäre so gerne da hochgefahren. Und es war halt ja auf der einen Seite super schön, weil ich es endlich geschafft hatte zum Mont Blanc. Und auf der anderen Seite dieses bisschen Traurigkeit eben, weil ich nicht oben gewesen bin. Aber das macht ja nichts. Generell habe ich mir jetzt ein neues Ziel gesteckt, eben weil jetzt schon fest geplant ist, dass wir noch einmal dahin fahren werden. Und falls ihr mal in Frankreich seid, beziehungsweise im Süden Frankreichs an der Grenze zu Italien, würde ich euch empfehlen, einen kleinen Ausflug nach Chamonix zu machen. Denn dieses Alpenpanorama, was ihr dort seht, das ist einfach gigantisch. Und der Mont Blanc, wie sich dieser Fels da aus der Masse erhebt, das ist ein komplett beeindruckendes Naturschauspiel. Dennoch musste meine Reise um die Alpen weitergehen. Und eigentlich stand als nächstes Ziel die Stadt Domodossola auf dem Plan. Ich bin also am Matterhorn vorbeigefahren in der Schweiz Richtung Domodossola. Und da war eine ganz blöde Situation, denn das größte Parkhaus im Ort war wegen Baustellenarbeiten gesperrt. Generell waren überhaupt sehr viele Baustellen dort. Ja, und ich bin fast 1,5 Stunden da im Kreis gefahren, immer auf der Suche nach einem Parkplatz. Aber das Problem war ganz einfach, die Parkplätze waren alle belegt, weil natürlich auch die Einwohner irgendwo parken müssen. Ja, und dann nach 1,5 Stunden war ich wirklich so gefrustet, dass ich schon das nächste Ziel in Angriff genommen habe. Und das war dann halt die Stadt Lecco. Lecco in Norditalien. Und auch hier war es so, ich kam spät abends in der Stadt an. Ihr seht es hier, die Stadt war schon komplett beleuchtet. Und auch hier war es wieder so, dass die Bergspitzen in den Wolken verschwunden waren. Das war auf der einen Seite etwas traurig. Ich habe dann die Nacht dort geschlafen und am nächsten Morgen hatte sich die Situation leider kaum verbessert. Nach wie vor waren die Bergspitzen in dicken Wolken versteckt. Es hat zwischendurch auch immer wieder genieselt. Nicht wirklich stark geregnet, aber tatsächlich die ganze Zeit konsequent genieselt hat es. Ja, und ich bin dann trotzdem durch die Stadt durchgegangen, denn ich wollte ja was von der Stadt sehen. Lecco ist eine offensichtlich sehr alte Stadt, beziehungsweise, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach, dass sehr viel alte Architektur dort zu bewundern ist. Diese alte italienische Architektur, die halt wirklich unglaublich schön ausschaut. Was auch sehr oft aufgefallen ist, sind diese unglaublich vielen kleinen Gassen zwischen den Häusern. Also manche Gassen sind vielleicht gerade einmal 20 cm breit, dass man sich fragt, warum hat man die nicht direkt Stoß auf Stoß zusammengebaut, sondern halt diesen Raum dazwischen gelassen. Und ja, diese Gassen wirken halt wirklich dunkel und gruselig, sodass ich mir wirklich stark überlegen würde, ob ich da abends im Dunkeln wirklich hergehen möchte. Ansonsten kann man wirklich sehr gemütlich durch die Stadt spazieren. Man sieht es hier jetzt gerade. Ich war auch dort wieder früh morgens unterwegs, wo noch kein Tourismusverkehr unterwegs war. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der beste Zeitpunkt, weil man dann gemütlich Fotos machen kann. Man kann die Aussicht auf den See genießen, man kann die Berge genießen, man kann einfach überall filmen und fotografieren, so wie man gerade möchte. Das finde ich ja einfach fantastisch. Und was mir auch aufgefallen ist, in Italien, in Rom zum Beispiel, da gibt es ja sehr viel von dieser römischen Architektur. Das war jetzt in Lecco nicht der Fall. Also das hier war das einzige Gemäuer, was ich da gesehen hatte. Und ich glaube, es war gerade ein Dorffest da, denn ich glaube nicht, dass diese Stände da von dieser Kirmes, nenne ich es jetzt mal, da immer stehen. So oder so war es auf jeden Fall ein unglaublich lohnenswerter Ausflug und Lecco ist so ein Ziel, da kann man auf jeden Fall mal vorbeifahren und sich die Stadt anschauen. Ja, und das war es wieder für das heutige Video. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Tour wieder dabei.
Bis dahin, ciao.